Herr Winzer, Sie sind seit der Gründung im Jahr 2005 beim Hightech Gründerfonds für die Investitionen in Life Sciences verantwortlich. Der Hightech Gründerfonds gesamt hat seither rund 280 Millionen Euro in 434 Unternehmen investiert. Wie viele Investitionen wurden in Unternehmen der Life Sciences getätigt? Ja, also in Life Sciences, darunter subsumieren wir die klassische Biotechnologie, die Pharmazie, aber auch Medizinprodukte, Diagnostik und New Materials. Und Sie können davon ausgehen, dass etwa ein Drittel der Portfoliounternehmen den Life Sciences zugeordnet sind. Das heißt, wir haben ursprünglich in etwa 140 Unternehmen aus den Life Sciences investiert. Davon sind aktuell im Portfolio noch 96. Und investiert wurden rund 100, 105 Millionen Euro. In welchen Bereichen der Life Sciences sind Sie besonders stark investiert, in welchen weniger? Ja. Also der Hightech-Gründerfonds aufgrund seines Finanzierungsmodells, dass wir als Seed-Investor bis zu 600.000 Euro in der ersten Phase investieren, sind wir besonders stark bei Unternehmen, wo der Kapitalbedarf nicht so oder wo der Kapitalbedarf absehbar ist. Das heißt sehr stark Medizinprodukte, Diagnostik, weniger stark in Pharmazie und rote Biotechnologieprojekten, weil wir da immer mit anderen im Konsortium zusammen investieren. Ja, dass wir den Unternehmen von Anfang an mit einem größeren Kapitalvolumen auch eine längere Finanzierungsreichweite garantieren können. Neu im Trend bei uns im Portfolio ist, dass wir uns auf eHealth, Digital Health ein wenig konzentrieren wollen, wobei wir hier als Hightech Gründerfonds sagen, wir finanzieren keine Gimmicks, keine Wellness-Apps, sondern auch in dem Bereich suchen wir nach einer klinischen Evidenz und einer medizinischen Validierung der Projekte. Wie beurteilen Sie den aktuellen Dealflow in diesem Segment? Ja. Unser Dealflow speist sich zu fast 100% aus Ausgründungen aus Forschungsinstituten, Universitäten, also aus dem akademischen Bereich. Und wir haben einen regelmäßigen Dealflow, der auch anwächst, würden uns aber auch gerne mehr Projekte wünschen. Ja, das heißt, wir würden gerne mehr finanzielle Mittel in die Life Sciences allokieren, die wir im Fonds zur Verfügung haben. Wir haben im Bereich der Life Sciences zuletzt einige Exits und auch Börsengänge gesehen. Wer sind aktuell die aktivsten Käufer und wie beurteilen Sie das vorherrschende Preisniveau? Also erstaunlicherweise war für uns auch überraschend, tauchen insbesondere Medizinprodukte, aber auch im Pharmabereich Käufer auf, wo wir sie nicht gedacht hätten, nämlich bei mittelständischen Unternehmen. Ja, also es zeichnen sich und haben sich auch in der Vergangenheit schon realisiert, einige Trade Sales ab, ja, dass sich unsere Portfoliounternehmen an Mittelständler verkaufen oder hier in der Phase 1 oder 2 der klinischen Entwicklung bereits in einen klassischen Pharma-Deal eingehen und das mit Mittelständlern. Das freut uns, zeigt auch ein bisschen die Industriekultur, die wir hier in Deutschland haben. Der größte Exit, den wir bisher hatten, war mit einem internationalen Pharmaunternehmen. Die Preisdiskussion, es kann immer besser sein, aber bisher waren die Gründer als auch wir als Investor mit den Preisen immer sehr zufrieden.